Ja, hallo, da bin ich wieder. Ich weiß nicht, ob der Drache in der letzten Aufnahme zu laut war. Daher möchte ich vielleicht schauen und vielleicht die Geräusche, Soundeffekte, vielleicht. Ja, vielleicht. Vielleicht ein bisschen leiser machen. Einfach damit man meine Stimme besser versteht. Wenn es in dieser Folge zu leise sein wird, von Soundeffekten her meine ich, mache ich einfach die Soundeffekte wieder lauter und versuche einfach lauter zu sprechen. Okay. Ja, atmende Truhe. Dragon Souls. Ich muss plötzlich an Dragon Quest denken, falls das jemand kennt. Müsste ja. Momentchen. Ah, der Mitte hat mich gesehen. Toll. Timing ist echt bescheiden jetzt. Toll. Das gibt's doch nicht. Dann trifft er mich auch noch immer. Mann. Wow. Den mache ich fertig. Ah, ich habe genau 12.000 Seelen. Cool. Hier kommt, ich mache ich es fertig. Da lasse ich es doch lieber. Ach komm. Wo steht da jetzt jemand auf? Nein? 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 Okay. Okay, ich weiß jetzt nicht, was plötzlich los war, aber Konzentrationsmangel. Aber kann ich die Truhe anvisieren? Nein. Ist da was drin? Da ist was drin, oder? Öffnen. Ist das ein Fall? Immer. Ich weiß nicht, warum. Nee, hier gibt's. Hier scheint auch keine Kugel auf der Wand zu kommen oder so. Second.
Da ist irgendwas. Schläft da jemand? Was ist? Ist das ein Skelett? Warte mal. Moment. Oh, damn, boy. I'm fat. Fett gerollt. Oder wie das heißt, keine Ahnung. Aber was ist da drin? Was ist das? Ist das eine scheiß Mimik? Ich meinte, ist das ein blöder, böser Feind? Warte mal. Kann ich die angreifen oder kann ich die öffnen? Muss ich die angreifen oder muss ich die öffnen? Ich habe keine Ahnung. Trau mich nicht, ich 6 Minuten nach kommen. Ich hätte zuschlagen sollen, ich hätte zuschlagen sollen. Lol, was? Was? Das ist der Teufel. Alter, was? Ja, dann nimmt die mich halt einfach. Was? Entschuldigung, wenn das gefakt klingt. Ich bin empört. Ist das ein Gimmick? Au, mein Blut! Ih! Boah, Alter, der hat mich gerade bewegt. Oder war das nur ein Schatten? Kann ich nochmal. Nein, die tötet mich und ich frisst mich. Alter, die Hände! Warte mal, ist das ein Gimmick, Scherz oder was halt im Moment mal? Ich will nicht nochmal aufmachen. Warte mal, ist die Rücken kaputt gegangen? Oh. Oh. Ey, da hat mir die Rücken gekratzt. Ich will nichts falsch machen, ich meine. Alter, was macht die für ein Karate-Kick? LOL! Will den Fußball mit mir spielen? Alter, wie die aussieht! Mö, zum Glück habe ich die Fackel ausgezogen! Hat die gelacht? Die lacht! Das Mist, die lacht! Wer ist da? Alter, was macht ihr für den Braun? Roundhouse Kick. Chuck Norris, bist du das? Nee, Chuck Norris sagt nicht so. Ist das eine Gimmick oder eine Mimik? Ich weiß nicht, wie viel Schaden die macht. Ich will es nicht, obwohl die hat. Der hat mich schon gekostet, eigentlich weiß ich da jetzt. Alter. Daneben, haha. Ui. Alter, die hört sich an wie ein Elefant, der gerade verreckt. Oder mit einer, keine Ahnung. Ziege gekreuzt wird. Alter, was ist das? Abgründige Streitaxt. Okay.
Alter, meine Lunge fühlt sich an wie, keine Ahnung, als hätte ich gelacht oder geweint. Was habe ich da bekommen? Abtrünnige Streitaxt. Was ist das für ein Zeichen? Was ist das da für ein dunkler Stern? Oh, das ist das Dunkelding. Oh, eine abtrünnige dunkle Streitaxt oder was? Und die kann ich sogar führen. Macht die mehr Schaden? Nee, die macht. Hat aber kein Scale. Okay. Okay. Wozu ist. Warte mal. Ach komm, just for fun. Ah, die ist ja süß. Warte mal, was kann die überhaupt? Kriegsschrei? Okay, was macht das? Na, Schaden? Oh, da oben ist jetzt ein neues Symbol erschienen. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, cool. Wie lange hält das an? 10 Sekunden? Nein, mehr. Eine Minute? Keine Ahnung. Kann ich die Waffe wechseln? Nein. Ah, dann ist der Effekt vorbei. Okay. Ja, ich könnte mal just for fun vielleicht, solange ich hier bin, vielleicht mit der Axt rumhämmern. Nein, im Moment, die macht weniger Schaden. Ach, nee, komm, ich bleib am Schwert. Aber ich frag Clemens dann einfach mal, ob die gut ist oder nicht. Ah, großer Bruder Clemens. Nein. Nein. Ja, Halleluja. Hoch. Da leben ja welche. Hallo? Hallo? Sehen mich aber nicht dabei. Hallo? Doch, der sieht mich. Ey, du. Nicht aua, aua. Boah. Okay, es gibt Chamber Mimics. Und da darf man nicht reinschauen. Sonst essen die einen. Okay. Na, komm her, du, komm her, komm her. Komm her, komm her. Na, komm her. Ah. Und jetzt macht er Feuer. Hey. Toll, jetzt fängt der Drache an zu. Oh, das Feuer ist weg. Hey, du, sehr schön. Yay. Habe ich die nicht bekommen? Doch, habe ich. Ah. Oh, cool. Eine Keule, okay. Okay, das ist ja interessant. Man kann die einfach aufnehmen und dann später, also ins Inventar legen. Eine Keule. Zwei neue Waffen an einem Tag. Boah, ist diese Folge produktiv. Hier. Hammer, Schlag. Ah, krieg auch Kriegsschrei, okay. Die ist ja lapsch. Ein Moment, was? Hat die mal. Nee. Nee, mein Schalter. Warum sind die Talen dann blau? Ah. Nee, hä? Ach, keine Ahnung. So, da hinten gibt es noch was. So, gotta go faster.
Au. Nimm, 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 nimm. Claymore? Okay. Sehr schön, danke. Renn, 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 renn. Ist das nicht dieses schwedische hier Dingschwert? Da? Alter. Okay, die ganze Fläche ist scheinbar überdeckt. Drei Waffen an einem Tag. Boah, läuft bei mir. Großstadt. Haltung. 16 Stärke. Ui. Haltung. Ach, das gleiche wie mein Gradschwert, okay. Gegenstände müssen wir nicht mit beiden Händen geführt wird. Oh. Oh. Alter, und wie fett heute. Oh, oh. Ja, komm, Schild und Claymore. Oh, aber schöne Waffe. Eine Hand. Halt. Oh, der hat sogar einen. Oh, cool. Oh. 2, 3, 4. Kann ich blocken. Oh, und die ich blocken kann. Warte mal, wie viel Block gibt mir das Claymore-Ding? 50% physische Abwehrminderung. Nicht übel. Also halbe, halbe. Also halber Schild, halber Schaden. Okay. Klingt fair. 9. Gewicht 9. Okay. Okay. Und meine Haltung. Okay. Und Rechtsklick, nein. Nur Haltung? Okay. Oh. Okay. Hä? Kann ich das unbegrenzt nutzen? Ah, okay, wenn ich Linksklick drücke und dann, was wird das, Shift? Nein. Ne, warte mal. Wenn ich Linksklick gedrückt halte und dann Shift drücke, wait. Ach, das ist die ganz normale Attacke. Okay, ich habe. Okay. Na, mal gucken, wie das Ding sich so macht. Aber erstmal, um schnell zu rollen, nehme ich das Ding weg. So. Ich gehe wieder auf mein Schwert. Dann. Ich meine, da hinten war auch noch was, oder? Jawohl. Okay. Ah. Toll. He has been landed. He has landed. So, Seele eines großen Leichnamtotel habe ich gerade bekommen. Oder? Natürlich überlebt er das.
Ah, Asphalt. Oh, da liegt Blut. Spuckt er oder spuckt er nicht? Er spuckt. Stelle einen Soldaten helfen. Okay. Seltsam, dass da unten kein Flächenbrandschaden herrscht. So. Ritter in silberner Rüstung. Komm her, ich mach dich diesmal platt. Aha. War. Ach komm. Hey. Du darfst mich nicht platt machen. Ich darf das. Nein. Okay, ich hab's mir anders überlegt. Und ich. Nein. Dammit. So wenig Ausdauer. Zu blöd pariert. Ah. Erscheinen ist Bestatter. Dann gehen schon bei der Schreine hinein. Okay. Und Todsiedlung. Ey, da bin ich ja jetzt. Hm. Okay. Aber hey, ich hab einen Claymore. Und eine Keule. Und eine Axt. Auf eine Truhe, die mich gegessen hat. Klingt irgendwie seltsam. Aber hey, es ist Dark Souls. Oh, wieder was. Und Wurfmesser 5. Yay. So viele Items heute. Stählerner Helm. Dann das Zeug. Hm, toll, da liegen jetzt meine Seelen. Das heißt, den Ritter muss ich eliminieren. Nein. Ach komm. Ach komm. Sag mal, wie stelle ich mich jetzt hier auf einmal an? Das ist doch... Komm. Nein. Oh mein Gott. Ja, das waren die Seelen. Den Ritter mache ich platt. Okay. Okay. Das war interessant. Also geht plötzlich, jetzt auf einmal geht's ganz gut. Puh. Schwertschwinger. Okay, damit wären wir hier, glaube ich, jetzt ganz fertig. Ich habe alles geholt, was es zu holen gab.
Ja, danke fürs Zuschauen. Das war's, glaube ich, auch mit dieser Folge. Und in der nächsten Folge geht es weiter mit dem Boden der Hohen Mauer. Das war die untoten Siedlung, glaube ich. Und bis dahin, ciao mit V.